Okay, da drüben sind Viechers. Wo bekomme ich jetzt eine Dings her? Ein Kügelchen oder so. Ach, da komme ich noch gar nicht lang. Doch, da komme ich lang. Aber wo bekomme ich die Kugel her? Moment. Ich sehe es gerade. Vielleicht hier. Hallo. Oh, 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 oh. Hallo. Beschütze mich. Kämpfe mit mir. Oh je. Okay, der ist Matsch. Alter Schwede, also die Attacke ist ja wirklich krass. Dreimal mit dem Doppellaserschwert und der ist hinfällig. Heftig. Wow. Das war krass. Hier können wir hoch. Cool. Ach, das Ding lebt noch. Das war cool. Und da ist noch ein Flattermann. Jetzt ist aber die Frage, ich komme hier da unten lang, aber... Oder da oben? Ne, da unten lang. Aber ich habe doch gar keinen Dingselbumsel hier. Kein Energieball. Oder keine Kugel. Ah, guck mal einer an. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir doch was. Warum funktioniert dieser Schrott nicht? Vielleicht sollte ich das blöde Ding einfach zerlegen. Immer die beste Idee. Wenn es nicht funktioniert, einfach kaputt machen. Technologisches Defizit. In den Jahrhunderten seit dem Abzug der Republik von Kobo schwand auch das Wissen um ihre spezielle Technologie. Neuankömmlinge konnten solche Objekte nicht verstehen. Hm. Ja. Kann ich dich rausziehen einfach? Nee, geht nicht. Okay, kann ich dich drehen? Auch nicht. Wie kriege ich dich da raus? Was muss ich machen? Mensch, Kell, geh doch. Ach so, hier komme ich gar nicht durch, ne? Ne, hier ist eine Scheibe davor. Was für Fähigkeit? Ich habe doch gar keine anderen Fähigkeiten mehr, ne? Ich habe rausziehen, ich habe stoßen. Was anderes habe ich nicht. Komme ich da irgendwie rein? Ah, ich komme da noch. Ich komme da noch nicht rein. Okay. Na dann, sinnlos. Dann ist es sinnlos. Dann müssen wir hier später nochmal herkommen. Na dann, let's go. Kleiner Plötze. Zeig mal, wo wir hin können. Oje, oje, höher bitte. Das muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Ach so, wo wir gucken sollen. Hm? Ah, nein, 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 ich wollte noch... Komm, ruh dich aus. Ja, sehr gut. So. Wir konnten hier hoch. Kommen wir hin? Komme ich auch auf die andere Seite? Oh ja, das könnte klappen. Wir gucken mal. Weil darüber müssen wir ja eigentlich auch noch. Einmal nach oben bitte. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Ja, na klar, das war doch vom Lucrahal.
Natürlich ist der das. Ein Koppler. Dann ist auch die Energiequelle nicht weit. Oh, wir können das selber drehen. Das ist ja interessant. Ja, aber die Energiequelle kriegen wir jetzt noch nicht, ne? Ich spring mal darüber, mal gucken. Vielleicht finden wir hier was. Hier kannst du bloß zurückfliegen, ne? Da rund. Warte mal. Ach was. Na los. Habe ich das jetzt? Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Datendisk, ja, okay. Okay. Cool. Und der ist schon wieder da. Ach nee, ich habe mich ja hingesetzt. Klar ist der wieder da. Klar ist der wieder da. Naja, gut. Wir wissen jetzt, wie wir die schnell erlegen. Oh, ein Dingsdroide. Centauri Kree? Hallo? Oh, der war neu. BX-Droide Hybrid. Okay, ich lese sofort vor. BX-Droide Hybrid. Der BX... Ja, der BX-Hybrid ist stärker, schneller und klüger und verfügt zudem über Angriffe und Techniken, die einfachere Modelle nicht haben. Okay. Aufgrund seiner Kombination aus Vibroklinge und Blaster ist er auf alle Distanzen eine Bedrohung im Kampf. Naja, ja, okay. Die hybride Konfiguration des BX-Kommando-Droiden kombiniert die Nahkampffähigkeiten des Standard-BX-Modells mit den Fernkampfvorteilen eines Blasters. Ja, die haben einfach dem Typen einen Blaster noch in die Hand gedrückt. Der bewegliche und präzise Hybride schwächt sein Ziel mit Blasterfeuer und nähert sich erst dann, um es auszuschalten. Ja, okay. Er hat einen Blaster bekommen. Ist jetzt nicht so der wahnsinnige Brüller. Aber okay. Ja, hi. Oh. Was bringt mir das? Mhm. Kann ich hier schon was machen? Ich kann es bewegen. Ich kann das bewegen. Ah, okay. Komme ich an dich ran? Ich müsste da durch. Aber der kommt nicht weiter, weil... Ach! Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Ja! Mit Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Finde ich gut. Oh, die Musik. Alter. Nicht sagen. Oh, die Musik ist gerade richtig geil. Das ist Star Wars Theme, aber mit einem leichten Frauenchor, würde ich bald sagen. Oh, wow. Richtig cool gerade. Ein geduldiger Meister. Ein Padawan bittet darum, vom Training entschuldigt zu werden, ohne den Grund zu nennen. Aber der Meister fragt nicht nach und lässt ihn gehen. Oh.
Okay, dann können wir ja jetzt... Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tannelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Mhm. Prima. Okay, kann ich das da reinballern irgendwie? Ja, ne? Komm mal her hier. Hält! Okay, dann jetzt draußen und dann... Schauen wir mal. Warte mal. Warte mal. Mensch, das da oben will ich noch mal haben. Kommt das da auch ran? Kommt's nicht. Ne, geht nicht dadurch. Aber... Kann ich das Ding vielleicht irgendwie da durchleiten oder sowas? Das wäre interessant, aber... Ich kann es ja nicht irgendwo anders hinstellen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Aber es geht ja nicht durch die Scheibe dadurch. Und ich habe das Ding jetzt natürlich runtergeschmissen, ne? Also ich krieg's ja nicht wieder hoch jetzt erstmal. Keine Ahnung, wie ich da jetzt rankomme. Weil irgendwie müsste ich es ja kaputt machen. Aber der Strahl müsste genau durch die Scheibe da gehen, aber da geht er nicht durch. Hm, weiß ich gerade nicht. Hm, müssen wir uns mal merken. Kein Plan. Aber hier ist auch nichts mehr. Nee, habe ich gerade keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich das da reinkriege. Oh, hat geklappt. Mal guck mal einer an. Von hier komme ich da auch nicht ran, ne? Warte mal. Interagieren. Nee, ich komme hier nicht weiter rüber. Denkst du, mit dem Aufwind kommen wir rüber? Oh, ich habe schon was weggebrutzelt, oder was? Nee, so weit komme ich nicht rüber. Also da komme ich nicht mehr rein. Habe ich schon das Richtige gemacht? Kann ich noch was wegbrutzeln? Nö. Schade. Aber da drüben muss ich auch noch irgendwie hin. Wir gucken später überall rum. Wir kommen bei vielen Sachen nämlich noch nicht weiter, weil wir die ganzen Fähigkeiten noch nicht haben. Das nervt mich sowieso ein bisschen. Okay, wir müssen zu dem Gockel da unten. Also, runter.
Hallo Plötze. Einmal mitnehmen, bitte. Kann ich auch absteigen? Oh, macht das halt Spaß. Okay, hier ist nichts mehr. Ah doch. Nabu-Grün, neuer Samen entdeckt. Purpur-Wackelnde? Hm. Vorwärts, BD. BD, einmal aktivieren, bitte. Klick, klick. Ganz ausgezeichnet. So, dann zurück. Und dann fliegen wir nochmal eine Runde. Hier war ich auch noch gar nicht unten. Hätte ich was übersehen können. Warte mal. Ach nee, es war ein Grafikfehler. Ich dachte schon, es hat was geleuchtet. So, dann nochmal Plötze. Entschuldigung. Und jetzt aber. La 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 la. Einmal hier rein und aufwärts. Oh je, wo muss ich denn lang? Dahin? Hallo. Warum seid ihr alle gestorben? Würden das Droiden sagen? Was macht der denn? Wie geil war das denn? Hat er einfach die Granate weiter in der Hand jongliert? Das war ja geil. Die können sie ja also auch vor Dummheit selber umbringen. Cool. Ja, scan doch bitte. Hallo? Ich kann nicht klicken, dass er scannen soll. Kumpel, bitte. Hier rüber. Ja, komm nochmal hierher. Kannst gleich nochmal. Jetzt. Ja, gerade ging's doch. Ich würde gern scannen, aber der zeigt es mir nicht mehr an. Hallo, BD. Jetzt. Nein? BD, ich würde dich gern scannen lassen, aber es geht scheinbar nicht. Ja, ich weiß, BD. Es geht nicht. Keine Ahnung. Der triggert das nicht mehr. Scheiße. Nochmal hingehen. Komm, BD. Jetzt triggern wir es aber. Ging doch gerade. Jetzt. Hier ging es doch gerade. Okay, nochmal. BD1, hier rüber. Ja, komm, wir gehen hier rüber und wir gehen wieder ran und dann sofort. Ich hab's gedrückt. Ja, na bitte. Wer Fragen stellt, findet Antworten. Ja, meistens ist das so. Kommt immer drauf an, ob gute oder schlechte oder, ja. Kammerwandgemälde. Ein Wandgemälde auf der Außenwand einer Meditationskammer mit der Inschrift: Wer Fragen stellt, findet Antworten. Mehr was, wer Unwahrheiten bekämpft, findet die Wahrheit. Und wer in sich selbst hineinblickt, erkennt den Weg vor sich. Na, guck mal einer an. Weise Worte, weise Worte. Und du fliegst einfach bloß wieder darüber, ne? Ne, einfach rüber will ich nicht. Na, mal gucken. Oh, gut geworfen. Die sind so geil. Ich eröffne das Feuer. Die Kampftruiden sind super. Vor allen Dingen, wie der den... Oh. Ich hätte nur... Ach du Scheiße. Na gut, ich kenne mal ja inzwischen. Bei? Oh je. Aua, 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 aua. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zack. Willkommen, Jedi. Schönen guten Tag. Welt, die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen.
Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Nett. Okay, den Kampf muss ich kurz speichern, der war ziemlich cool. Schnell und präzise ging das. Oh je. Was ist das? Ist das ein... Und wie komme ich da hoch vor allen Dingen? Das ist doch ein Riss, ne? Warte mal, was muss ich machen? Der muss irgendwie... Und da hängt auch noch was. Okay. Wir müssen mal genauer hier ein bisschen gucken. Wie kann ich den bewegen? Ich kann den einfach rausnehmen, aber da bringt es mir ja nichts, ne? Kann ich hier hochklettern? Nee. Wie komme ich denn da ran? Ich muss das wegmachen. Aber wie? Okay. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich fühle mich dumm. Ich fühle mich etwas sehr dumm. Hä? Ich komme doch hier aber nicht hoch. Was muss ich machen? Hier komme ich nicht hoch, da komme ich nicht hoch. Steinchen habe ich bloß noch. Warte mal. Komme ich da oben? Komme ich auch nicht ran. Was muss ich tun? Hä, aber auf der Karte, warte mal, hier ist ja der. Ach, das ist. Ach, alles klar. Ich dachte, das ist ein Dingsbums. Wie nennt sich die? Ja, gut. Okay, ja. Welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Sorry, ich bin dumm. Ich dachte, das ist ein Echo. Ein Machtecho oder so. Überwuchert. Oh, warte mal, ist das etwa. Ach, das geht, oder was? Was bastelst du denn jetzt schon wieder? Was hatten wir dir jetzt? Eine Blubberschleuder? Okay. Probieren wir es aus. Kobo Zerkleinerer. Ach was. Kobo Zerkleinerer für BD1 freigeschaltet. Kann jetzt Kobo-Bakterie auf. Wie cool! Kobo Zerkleinerer für BD1 freigeschaltet. Ja, das habe ich gerade vorgelesen. Sprühe Kobo-Materie auf Strahlen aus den Kobo-Resonatoren, um Hindernisse zu verbrennen. Die Kelsbeck blockieren. Ja, geil! Wie cool ist das denn? Wie mache ich das? Mit dem Visier. Okay. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Da sagst du was. Bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Haha, wie cool. Die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Tenalor geschafft? Nice. Netter Trick, Kumpel. Ja, das ist ja super cool. Das ist ja super cool. Ja, jetzt hält uns nichts mehr auf. Nichts und niemand. Oh, das ist cool. Gefällt mir. Haben sie sich was Schönes einfallen lassen? Oh. Nein, den noch nicht. Wo ist denn die Kugel jetzt hin? Kugel? Hallo? Ach da. Ja, was ich gerade sagen wollte, da haben sie sich was Schönes einfallen lassen. Wie ich finde, weil wenn du... Da gibt es viele Möglichkeiten, was zu verkacken, glaube ich. Also, oder was zu übersehen, besser gesagt. Weil bloß falsch gesprüht in dem Sinne und
schon hast du was nicht weggebrannt oder sowas. Finde ich interessant. Gibt's also viele Möglichkeiten. Und jetzt könnten wir auch zurückgehen zu dem anderen. Zu der anderen. Können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Ich bin gespannt, durch was die angegriffen wurden. Ob das wirklich die Nihil waren. Oder ob sie hier einen neuen Gegner eingebaut haben. Aber zur Hohen Republik würde halt die Nihil passen. Und das wäre interessant, wenn sie das gemacht haben. Weil dann sind die nicht nur in den Comics. Wozu kann ich dich da reinmachen? Ich dachte, ich kann dich... Du sprühst jetzt nochmal, damit ich da rankomme. Wie komme ich daran? Das ist bloß eine Halterung oder was? Für raus? Aber BD kann doch nicht so weit. Kann der so weit sprühen? Ich probier's aus. Ja, wäre auf jeden Fall cool, wenn das die Nihil wären, die da angegriffen hätten. Das wäre sehr interessant, wie ich finde. Okay, probieren wir es mal, ob das so weit geht. Oder muss ich doch in den anderen? Warte mal. Ach nein, da lang. Wo hast denn du... Ne, du hast bloß die Tür aufgemacht. Ne, mehr hast du nicht gemacht. Oh. Ich würde gerne an die Datendiske oder was das ist. Ne, der hat bloß die Tür aufgemacht. Der bringt mir nichts. Also dann doch den. Ja, aber... Geht der so weit? BD, machst du so einen weiten Strich hier? Oh ja, ja, fast. Okay. Okay, okay. Wow! Das klappt! Krass! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. BD hat unendlich Vorrat von dem Zeug scheinbar. Nett. Ja, das eröffnet viele Möglichkeiten jetzt natürlich. Finde ich gut. Aber warum ich das da oben... Warum kann ich das da oben hinmachen? Lass mal gucken, was wir hier kriegen. Was haben wir denn Schönes? Machtessenz. Na, immerhin. Leben wäre mir ein bisschen lieber, aber Macht ist okay. Obwohl wir haben 7 Stims, das geht eigentlich ganz gut. Ich habe gehört, wie Meisterin Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Mhm. Es ist unschicklich, zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht. Geschwätz. Ein Padawan bringt einem Meister einige Neuigkeiten, die er gehört hat, aber der tadelt ihn nur, weil er derlei Geschwätz überhaupt nicht beachtet. Ja gut, mein Gott, ich hab bloß ein bisschen was erzählt. Lassen Sie sich doch freuen. Ah, ich muss das da hoch machen, weil ich draußen ja das Ding noch hatte, ne? Naja, ich gut, dann eben... Zack. Nein, oh, jetzt wäre ich fast runtergesprungen. Einmal nach drüben. Und jetzt können wir es... Genau, jetzt können wir es draußen reinmachen. Schön. Aber da würde ich nochmal zurückgehen, weil ich mir dann die Datendisk noch hole. Das Ding bleibt ja dann trotzdem hier drin. Ist nur die Frage, wo ich dann hinschießen muss. Warte mal, wo war das? Plötze, flieg mal bitte. Das war da oben, nicht wahr? Hui! Na perfekt. Komm ja gleich hierher. Gehen wir. Dankeschön.
Ich will mir bloß schnell die Datendisk oder was es hier auch immer ist holen. Oh, das Ding ist ja draußen. Ja, ich habe ich vergessen. Moment. Ich will mir bloß fix die Datendisk holen. Und jetzt mit BD, seiner neuen coolen Fähigkeit, können wir das ja. Komme ich von hier raus ran? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Mr. Burns wäre stolz. Muss man dann bloß mal gucken, von wo wir das Ding rüberziehen müssen. Einmal da rein. Einmal da durch. Zack. Und... perfekt. Okay, BD. Einmal bitte abspritzen. Perfekt. Klappt. Ausgezeichnet. Lass uns das See zeigen. Und eine Datendisk. Einmal frei. Gut, jetzt können wir weiter. Das ist eine Sache, die sie sich gut überlegt haben. Das funktioniert recht gut. Finde ich ganz okay. Kann man gut verwenden. So, jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt hier wegbrezeln müssen. Brechen wir auf. Danke sehr, Plätze. Und jetzt. Ach hier, die Berge oder was? Ach du Scheiße. Noch einer freigemacht. Okay, und da... wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Damit kommen wir darüber. Na gut, dann versuchen wir das. Na komm mal her, du kleiner Racker. So, einmal nach oben. Und nochmal nach oben. Oh je, oh je. Reicht das? Ja, aber gerade so. Was haben wir denn hier Schönes? Sorge ich mich um das Projekt? Es steht uns nicht zu zweifeln. Selbst die Padawans spüren, dass etwas nicht stimmt. Die Padawans. Heißt es Padawans oder Padawane? Die Saat der Sorge. Obwohl sie auf Kobo eine Aufgabe haben, haben sie bei den Jedi Bedenken hinsichtlich des Fortgangs ihrer Mission. Hegen sich bei den Jedi Bedenken. Entschuldigung. Hier waren doch gerade Viechers, ne? Oh. Die kämpfen schon gegen die. Okay. Hi, Freunde. Das ist das Letzte, was ich brauche. Jetzt heißt es du oder ich. Ah, ich durchführe dich. Hey, hey, hey. Ich mache trotzdem weiter. Was? Krüger. Hä, wo? Jetzt bin ich durch die Ritze da gegangen, oder was? Okay, dann nochmal zurück. Leicht verdientes Geld. Oh. Hallo, erstmal anvisieren, erstmal anvisieren. Jetzt seid ihr dran, ihr Idioten. Ich werde heute nicht. Ah, ich brauche zu lange dafür. Okay. Ziel ist in der Defensive. Wo ist der andere? Achso, ist auch tot. Okay. Diese schnelle Attacke hintereinander, die ist wirklich echt gut. Also dieses zack, 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 zack. Warte mal, das hier und jetzt macht er gleich den Sprung. Ja, die ist echt super. Weiß gar nicht. Die hier, das dauert zu lange. Dieses erst nach unten gehen, zack. Habe ich gerade zweimal versucht, haben sie mich immer unterbrochen. Okay. Warte mal, war draußen jetzt noch irgendwas da hinten? Nee, ne? Nee, nee, gut. Hallo. Hier haben wir ein
Eine Halterung. Na dann, komm mal mit. Willkommen, Jedi. Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tenelor eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Okay. Tenelor war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. Wie kriege ich dich da raus? Wenn ich das Ding da rausnehme, geht die Tür zu. Aber anders krieg ich... Hä? Ich kann hier rein, das ist schön, aber ich muss das Ding ja rauskriegen irgendwie. Warte mal, was ist denn das da? Ach, alles klar. Gut, hab nichts gesagt. Alles ist gut. Oh, das passt sogar perfekt da rein. Ist ja Traum. Gut, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Alles ist gut. So, dann. Kann ich dich drehen? Natürlich nicht. Na gut. Muss ich das hier überhaupt frei machen? Warum eigentlich? Ach so, damit ich die Kugel rauskrieg. Kann ich dich jetzt rausziehen? Ja, kann ich. Was machst du, wenn du im Strahl stehst? Ah. Ja, warte mal, wenn ich dich... Das dürfte doch gehen, oder? Nee, komm mal ein Stück näher ran. Ja. Und wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt abspritze, dürfte es doch gehen, ne? Nicht zu schnell. Geht. Perfekt. Nett. Ja, die Rätsel gefallen mir ganz gut. Die finde ich ganz nett. Weil die auch ein bisschen Platz für, ich sag mal, Improvisation lassen. Wie du das Ding hinstellst, wo du es hinstellst und so weiter. Finde ich ganz gut. Nein, nicht die Kugel will ich. Danke. Und rein da. So, haben wir es dann jetzt? Mensch, das dauert hier schon ewig. Und das liegt nicht daran, weil ich doof bin. Jetzt können wir nach oben. Na endlich. Alle guten Dinge sind drei. So plötzlich, na dann los. Auf geht's. Geronimo! Einmal nach oben. Hätten wir auch vorher schon hochgekonnt. Ja, ausgezeichnet. Haupthof. Oh, wir haben gleich einen Fähigkeitspunkt wieder. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Du sagst es. Oh, da ist wieder ein Dings zum Fischen. Da will ich kurz rüber. Komm, Plötze, flieg mal. Das ist doch hier der Kollege wieder. Kann ich das selber machen? Ja! Scuba! Pass auf, wo du hinsiehst, Mann! Nein! Der furchterregende Rayfish kann einen Gegner mit einem blendenden Lichtblitz betäuben! Nein! Ich nehme an, dafür hast du einen Plan, richtig? Kerl, du liebe Landratte! Der ist so süß! Manchmal vergesse ich, dass du erst halb gar hinter den Kiemen bist! Doch der Rayfish hat schon wenige freundliche Fischer angelockt! Ich kannte mal eine Adlige, die hat einen als Haustier gehalten! Ja, können wir doch auch. Ich komme hinter. Ich komme hinterher. Blendender Rayfish. Neuer Fisch entdeckt. Nice. Haben wir noch einen fürs Aquarium? Den ersten habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, dass wir den gekriegt haben.
Blendender Rayfisch. Der blendende Rayfisch hat sich in den gefährlichen Felsbecken und Wasserrinnen auf Kobo niedergelassen. Vor allem in den Ruinen der alten Ansiedlung der Hohen Republik. Mit seinen hervorstehenden Kiefer und dem skeletthaften Körper lauert er auf Beute, indem er sich als längst toter Fisch tarnt. Nett. Bis er dann mit einem plötzlichen blendenden Blitz zuschlägt. Die geblendeten und verwirrten Opfer sind danach leichte Beute. Cool. Ich finde das hübsch, dass sie so eine... Und hartes Leder. Oh. Das könnte was sein für unseren Blaster. Statt Holzoptik, Lederoptik oder sowas. Sieht bestimmt auch cool aus. Müssen wir später mal gucken. Ah, hab ich dich erwischt. Aber die Adlige hatte nicht so viel Glück. Sie führte den Rayfish auf einer Gala vor und der Ehrengast, ein Senator, wurde gefressen. Verlor beim Blick in den Tank das Augenlicht. Oh. Von Gier geblendet, was? Hä? Oh, ei. Ja. Eine wahrlich blendende Warnung. Okay, jetzt reicht's. Oh je. Das ist ein Seestern, der Typ, oder? Kel, warum ziehst du immer deinen Blaster, wenn der in der Nähe ist? Du machst dir bestimmt Angst. Und ich höre Samen hier. Bim, bim. Samen. Was meinst du, BD? Da vor mir rot. Zum Garten bringen? Ja, wir haben aber keinen Platz mehr. Ich würde die großen gerne einbauen, aber... wird jetzt schon schwierig. Warte mal, ich höre noch welche. Oder? Oder ist das ein komisches Dings hier? Nee. Doch, da hinten. Dornenflaum. Nee, dann ist es hier sein komisches Dings. Ich dachte immer, das ist das Geräusch der Samen. Dieses Klickern. Aber gut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Ich höre es halt auf den Kopfhörern so ganz leise. Das werdet ihr bestimmt gar nicht hören. So, dann nochmal. Wir müssen eigentlich ganz hoch, ne? Können wir hier schon ganz hoch? Na komm, noch ein Stück. Komm, Plötze. Ja! Sehr gut. Perfekt. Hätten wir das auch. Ja, gut. Speichern wir nochmal ganz kurz. Und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Sehen wir uns mal drinnen um. Da oben hängt auch einer. All diese Geschichte, doch hat nichts davon einen Wert. Was erwartet Dagen, dass ich hier finde? Wer ist da? Tag Lush. Oh. Bossgegner? Oh je je. Just call me Raven. Ja, moinsen, hallöchen. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Und ich hoffe, dir geht's gut, natürlich. Wir sind inzwischen schon etwas weiter. Immer noch, oder inzwischen wieder auf Kobo gelandet. Und schauen jetzt, naja, dass wir Geräte und sowas finden, die ja, uns helfen, weiterzukommen in dem Sinne, dass wir weitere Fähigkeiten freischalten. Oh, wir können auch was scannen. Danke, ja, mir geht's prima. Das freut mich zu hören. Auch schön. Zentrales Anwesen. Das Gebäude der Ansiedlung diente den Jedi auf Kobo als Hauptanlaufpunkt. Ihre Nadeln erinnerten bewusst an die unverwechselbaren Türme des Jedi-Tempels auf Coruscant. Ja, der Jedi-Tempel, ne? Der nicht mehr so Jedi-tempelig ist, sondern jetzt der Tempel der Republik. Des Imperiums. Nicht Republik. Okay, guck mal. Der Typ wird bestimmt Bosskampf. Oh je. Na klar. Und der hat ein Laserschwert. Ach du Scheiße. Sagt der Richtige. Nee. So nicht.
BD. Ach Gott, diese blöde Attacke. Mit Lichtschwert. Yes! Dagon schickt sie, um irgendetwas zu suchen. Und wir folgen. Das war cool. Aber er hat ein Lichtschwert gehabt. Das ist schon fies. Und bin ich echt gespannt, wie sie das in... Also es ist ja Kanon. Und ich bin echt gespannt, ob sie das wirklich so übernehmen, dass die Typen hier jetzt alle Lichtschwerter haben. Mal gucken. Da geht's direkt ab. Jawohl, jetzt ging's richtig ab. War richtig gut. Bedlam Raiders Lieutenant Doppelklinge. Oh Gott, wenn die jetzt alle mit Laserschwertern hier ankommen. Himmel hilf. Dieser Leutnant ist ein fähiger Duellant. Achte auf Paraden und Gegenangriffe. Da der Doppelklingenstab Projektile problemlos ablenken kann, ist der Nahkampf ideal. Ja, stimmt wohl. Stab vor allen Dingen. Ravis hielt es für angebracht, die besten und loyalsten Krieger der Bedlam Raiders mit eigenen Lichtschwertern zu belohnen. Totems, die der Gendai in früheren Zeiten Jedi-Gegnern abgenommen hatte. Dieser mit einem Zweiklingenschwert bewaffnete Lieutenant setzt außerdem einen am Handgelenk angebrachten Greifhaken ein, um damit das Schlachtfeld zu durchqueren und Gegner zu attackieren. Ja, der war gar nicht mal so schlecht, dieser Greifhaken. Das war schon übel. Das war schon übel. Unaufhaltsam wie immer, BD. Ja, BD sowieso. Ist eh der Beste hier. Ah, siehst du, wir können auch was scannen. Prima. Eine Tür. BD. Trainingshof. Aha, okay. Die Anwesen wurden um einen großen Innenhof herum gebaut, der für die Ausbildung der Jedi bestimmt war. Er bot genügend Platz für Kampfübungen, Meditation oder einfache, aber produktive Diskussionen zwischen den Anwesenden. Oh ja, da hat ja jeder Bock drauf, die ganze Zeit zu diskutieren. Oh, ich bin immer froh, wenn ich meine Ruhe habe und mir die Leute nicht auf den Keks gehen mit irgendwelchem Blödsinn. Da oben kommen wir hoch. Also, was Diskussion jetzt angeht. Gegner? Nein, nein, sehr gut. Oh. Ja, aber hier, guck mal an. Na, das nenne ich doch stabile Baukunst. Der Tisch hält. Oh, was ist denn das da für ein Würfel? Ist das ein Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl, oder? Okay. Okay. Schauen wir mal weiter. Oh, BD kann schon wieder was scannen. Was ist denn das? Kein Durchkommen. Verwüstete Überreste. Ja, die IKEA-Möbel liegen überall rum. Obwohl einige Strukturen nicht vollständig vernichtet wurden, ist nichts intakt geblieben. Verstreute Trümmer und die überwucherte Natur zeigen eine Welt, die erst verwüstet und dann verlassen wurde. Ja, schade. Sieht hübsch aus. Vor allen Dingen Blau-Gold passt eigentlich ganz gut. Obwohl ich nicht so ein Gold-Fan bin, aber hier sieht es eigentlich ganz hübsch aus. Oh je. Oh Gott, ist dies... Oh, dieses Lied ist echt geil. Die Musik ist echt schön. Was haben wir denn hier? Oh, das zweite Stück. Ja. Das ist auch kaputt. Nein, das ist blöd. Aber das Lied ist so schön. Er kommt. Zerstört ihn jetzt. Nein! Oh je. Der ist sauer. Okay, Machtgriff. Wartet! Ja, ist kaputt.
Okay, also man braucht die Dinger, um durch den Abyss zu kommen. Alles klar. Noch eines von Centauris Geräten. Dagon hat Jedi getötet, weil sie es zerstört haben. Dagons Abstieg, alles klar. Dagons Abstieg. Zwei Jedi zerstörten ein Gerät, als Dagon Gera eintrifft. Er kann sie nicht mehr aufhalten. Aus Zorn und Rachesucht tötet er beide kaltblütig. Okay. Bringen wir das hier zu Meister Cordova. Alles klar, wieder zurück. Mich wundert's nur. Hier ist nicht mehr lange verschlossen. Also es wird hoffentlich noch erklärt, wie der Dagon Gera in den Bagdad-Tank gekommen ist. Weil ich meine, der alleine gegen alle Jedi, das ist ein bisschen, naja gut. Ja gut, aber er ist alleine gegen alle Jedi. Er hatte keine Klonarmee, die geholfen hat oder sowas. Hübsch. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Thesen von Yaddle? Von Yaddle? Ach was. Wie cool ist das denn? Ein Foliant von Jedi-Meisterin Yaddle mit Einzelheiten wenig bekannter Jedi-Künste. Leider sind ihre Anmerkungen dazu völlig unvollständig und vielleicht absichtlich vage. Oh, geil, dass sie das... Oh, das finde ich aber schön, dass sie die mit reingebracht haben. Yaddle war eine Jedi-Meisterin, die auch im Jedi-Rat mitgesessen hat. Und zwar die einzige, außer jetzt Grogu natürlich, oder Din Grogu, wie er jetzt heißt, der von der Rasse genauso war wie Yoda, die Yaddle. War bloß weiblich halt in dem Sinne. Saß auch mit im Jedi-Rat. Oh, voll cool, ey. Ich finde das so beeindruckend, wie viel du über dieses Universum weißt. Oh, wie süß, dankeschön. Ja, naja, ich lese halt auch die Comics und sowas. Und da kriegt man schon einiges mit. Und ja, hier. Gerade wenn solche Sachen da mit reinkommen, dieses Fenster führt nach draußen. Finde ich das immer sehr schön. Das ist genauso wie den Speeder zum Beispiel, den wir letztens hatten, den man im Star Wars Film mitgesehen hat oder so. Das finde ich dann schon immer. Ich finde das toll. Macht einfach sehr viel Spaß. Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Siehst du, der war ja hier alleine eigentlich, oder? Katastrophe. Als das Unglück eintrat, wurde rasch mit der Evakuierung von Kobo begonnen. Einige wollten zuerst ihre Arbeit verteidigen. Ihre Bemühungen waren letztlich sinnlos. Ja, also wenn der wirklich alleine war, dann muss der super krass... Wir sollten das hier zurück nach Jedha bringen. Super krass... Cordova will bestimmt sehen, was wir gefunden haben. Entschuldigung. Super krass mächtig sein. Dass die ganzen Jedi da versagt haben in dem Sinne. Also... Und in der Hohen Republik, also in der Zeit, da gab es so viele Jedi. Unglaublich. Na, was kriegen wir jetzt? Ich hoffe ein bisschen Gesundheit, das wäre ganz hübsch. Treffsicherheit, neuer Bonus. Aber ach, auch wieder drei Punkte. Kann ich mir das angucken? Anpassung? Nein, Boni hier. Ja, auch wieder drei Punkte. Hier. Blasterschaden. Ja, okay, gut. Ich benutze den Blasterkampfstil nicht. Ich lasse erstmal die erhöhte Erfahrung drin. Ich glaube, das ist ganz gut. Widerstandskraft, schnellere Blockanzeige und Dings haben wir gerade drin. Ja, ich würde mir gerne einen neuen Boniplatz kaufen irgendwie, aber weiß nicht wo. Also bisher noch nicht entdeckt. Den einzigen, den wir bisher kaufen konnten, war bei Doma. Geronimo, auf geht's. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Das wäre doof. Hep. So, ich gehe noch mal runter. Weil hier ist noch was. Oh je, was ist das denn? Da ist eine Kiste. Wie komme ich denn da hin? Das war knapp. Aber cool. Kiste. Klingling. Nice.
Voller Kinn und Schnurrbart. Ja, es passt zu ihm. Also zu dem passt fast alles, was wir bisher hatten. Oh Gott. Oh nee, das geht ja gar nicht. Aber der sieht auch sehr schnell wie so ein, weiß ich nicht, Hillbilly-Prolet irgendwie aus. Keine Ahnung. Ah, nee, ich bleib bei meinen ganz normalen Stoppeln. Ich bleib bei den ganz normalen Stoppeln. So, und zack. Oh, zum Glück sind wir ein Jedi. Nein. So viel zum Glück sind wir ein Jedi. Scheiße, wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, so komme ich da wieder raus. Alles klar. Ja, so ist besser, oder? Ja, ich finde auch. Also, das Beste. Warte mal, kann ich dir ja mal zeigen. Keil anpassen. Und zwar Frisuren. Hier, ich habe eine der besten Frisuren. Hier, das ist doch absolut die geilste. Schön Vokuhila. Nice. Schön Vokuhila. Nee, aber so lang geht schon. Love it. Okay. Soll ich eine Runde Vokuhila spielen? Hier, komm, kriegst eine Runde Vokuhila. Klack. Kell mit Vokuhila. Let's go. Oh je. Das sieht gleich so anders aus, wenn ich den jetzt angucke. Krass. Ach, so ein bisschen zotteln da machen. Okidoki. Oh, jetzt müssen wir das mit BD zum Einsatz bringen. Ach du meine Güte. Hier rüber. Okay. Dass das über die ganze Zeit so gehalten hat, ne? Und einmal abgespritzt mit BD. Traumhaft. So funktioniert's. Da oben noch was? Nein. Oh, warte mal. Cool. Was ist denn das für ein Viech? Drache? Schlange? Eine Schlange eher, ne? Oh, wie cool das aussieht. Nice. Gefällt mir gut. Und hepp. Uiuiui. Ah, hier wird das Wasser schon ein bisschen... Naja. Süffiger. Sumpfiger alles. Oh, das sieht cool aus. Gefällt mir. Auch wenn die Grafik nicht ganz so der Knaller ist. Im Gegensatz jetzt, also hier gerade was das Wasser angeht und sowas. Wenn ich da, weil ich gestern Horizon zum Beispiel weitergespielt habe und sowas, also dann die Trophäen geholt habe. Da ist noch sehr viel Luft nach oben im Gegensatz dazu. Was? Beamer? Wo seid ihr denn? Oh je. Was ist hier schon wieder passiert? Weil hier das Wasser zum Beispiel. Ja, wo seid ihr denn? Da oben oder was? Ich sehe die nicht. Ich sehe die nicht. Aber da oben ist ein Gockel. Vielleicht. Hallo! Ja! Alles klar, es geht um den Gockel. Ich komme da hoch mit Dingsbums, ne? Mit dem Sprung auf dem Viech. Wir probieren es gleich mal. Kochender Fels. Hm. Oh, wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Ja, ich kümmere mich gleich. Bleib ruhig da oben. Tja, jetzt ist die Frage, was machen wir?
Wir sollten vielleicht ein bisschen in Macht gehen. Hier, Macht erhöhen. Allgemeine Macht. Kells Macht erhöht sich. Das sollte ich, glaube ich, nehmen. Das ist ganz gut. Zack. Ja, ja. Bisschen mehr Macht geht immer. Weil Fähigkeiten beim Doppelschwert haben wir alle. Und dann bloß Fähigkeiten beim... Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich komme. Freunde, ich komme. Ich versuch's jedenfalls. Komme ich da so hoch? Komm ich. Entschuldigung! Wärst du so freundlich, diese Fest hier zu erledigen? Ja, wart's doch mal ab. Immer noch hier! Und warten auf dringend benötigte Unterstützung! Und du sollst der Ausrufer sein. Nerv doch nicht, Mann! Was kann ich mit dir machen? Okay. Ich kann das Ding zwar hinsetzen, aber das bringt mir noch nichts, weil ich damit noch nicht interagieren kann. Oder? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal auf die Karte gucken. Ne, mit den Dingern kann ich noch nichts machen. Okay, das ist ein richtig fetter Kollege. Ich hoffe, ich schaffe den. Oh Gott, ey. Let's go. Uiuiuiui, mach ruhig. Oh, wow, aber... Fuck! Und den Hulk-Move. Und das war's. Alter! Der zieht Leben ab. Meine Fresse. Oh, cool sieht aus. Wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du... Warum kommt denn das jetzt? Hier, ihr seht's. Ich bin noch nie gestorben. Das ist das erste Mal, ne? Das Tutorial. Mein erster Tod. Fantastisch. Wenn du stirbst, verlierst du alle deine letzten Fähigkeitenpunkte. Was? Wenn du stirbst, verlierst du alle seit deinem letzten Fähigkeitenpunkt erhalten EP. So rum. Okay. Ja. Füge dem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, und deine verlorenen EP zurück, um deine verlorenen EP zurückzuerhalten und dein Lebens- und Machtanzeige zu füllen. Machen wir. Ja, der Kollege. Cool, dass er das jetzt so ein bisschen einblendet. Da kann man sich die Dinger mal ein bisschen angucken. Finde deinen Feind. Machen wir. Wir schaffen das. Der hat Hunger. Ah, da sagst du was. Der hat Hunger. Oh, in lila. Hübsch. Oh, du siehst ja süß aus. Dich würde ich gern behalten. Ruhig, Neko. Cool. Ach, ihr schon wieder. Okay. Shiny, ja. Stimmt, das ist Shiny. Sehr gut. Also die haben ja verschiedene Farben, aber der sah besonders cool aus, fand ich. Okay, nochmal. Und gleich erwischt er mich wieder, ey. Alter. Alter! Zack! Und ciao! Woo! Das war cool. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ich muss mir den Kampf mal kurz speichern für ein neues Intro-Video, was ich machen möchte. Und da können die ruhig mit rein. Schön.
So, ihr beiden da oben. Hi. Gut gemacht. Ja, ich weiß. Was für eine Vorstellung. Komm her, mein Kriegerfreund. So einen Kampf habe ich seit der Meisterschaft nicht mehr gesehen. Welche Meisterschaft? Wir stehen in deiner Schuld. Mhm. Was macht ihr hier draußen? Wir haben nach den größten und stärksten Bestien gesucht, die einander bekämpfen. Und der Sieger kriegt alles. In unserem Holotaktik-Spieltisch natürlich. Holotaktik, aha. Aha. Genau. Und du hast uns gerade geholfen, Bestiendaten für unser Spiel zu sammeln. Sobald wir einen Ort gefunden haben, um uns niederzulassen, versteht sich? Ich kenne einen Ort. Mein Freund könnte interessiert sein. Er ja. Er Paloon Saloon. Ah, er. Der Saloon in Rambler's Reach. Dieses ja, Loch? Genau. Ich wusste gar nicht, dass es offen hat. Hey, hey, hey. Ich sag dir was. Wir freuen uns sehr, Holotaktik ins Paloon zu bringen. Das könnte den Laden aufmöbeln. Finde das seltsam, aber schön. Alles zu seiner Zeit. Beamer. Nice. Beamer und Tully. Der Tully hat dieselbe Statur wie die Doma, oder? Ist halt bloß winzig. Und die Doma ist halt so riesig. Und ich würde gerne wissen, wo Tully ihren Mund hat. Das wäre interessant. Weil die redet ja. Also irgendwo muss es einen geben. Tully betreibt ein eigenes Holotaktik-Spiel zusammen mit ihrem winzigen Mitarbeiter Beamer, der mit einem übergroßen Ego und einem ebensolchen Mundwerk gesegnet ist. Schön. Nett. Und wieder zwei für unsere, ja, unser Hub, unser Dorf, unser Dorf. Cool, gefällt mir. Schöner Kampfplatz hier gegen den Kollegen. Natürlich, ne? Tut mir leid, dass ich deinen Arm abgesäbelt habe, aber... Du wolltest mich auch... fertig machen. Hep. Ja, was ich mit den Dingern hier machen kann, da komme ich noch höher, ne? Aber die Fähigkeit habe ich leider noch nicht. Schade. Müssen wir später nochmal zurückkommen. So, und hier? Ich brauche einen Pokéball. Ich will dich mitnehmen. Shiny Form gefunden. Finde ich super. Und da hoch müssen wir auch noch. Komm mal her, Plötze. Na. Komm schon, Neko. Genau. Auf geht's. Wir kommen doch bestimmt da hoch, oder? Ja, sehr gut. Kling. Oh, jetzt beschwer dich nicht. Ich bin fast fertig. Oh, Mosi. So. So gut wie neu. Was für eine Spannweite. Ich sehe schon, warum sie euch Gleiter nennen. Du könntest bestimmt ganz Kobo überfliegen, was? Okay, mach's gut. Schau mal wieder vorbei. Schau mal wieder vorbei. Das Rad dreht sich. Obwohl Mosi als Jägerin bekannt ist, begegnet sie dem Gleichgewicht des Planeten und der natürlichen Ordnung der Dinge mit Respekt und Verständnis. Schön. Ja.